Was geht ab, Leute? Das war eine knappe Entscheidung zwischen Xiangling und Jean. Ich mache heute Jean und morgen folgt auch Xiangling. Einige von euch haben sich aber auch noch Albedo gewünscht. Ich habe ihn schon thematisiert. Schaut bei mir im Kanal vorbei. Ansonsten im Top-Kommentar eine neue Playlist, alle Charakterguides. Falls neue Folgen, füge ich die natürlich immer hinzu. Wollt ihr sehen, was der stellvertretende Großmeister alles drauf hat? Bleibt dran. Buh! Stellvertretender Großmeisterin. Jean, sie ist ein Workaholic und muss man viel Arbeit reinstecken, um sie überhaupt zu bauen? Tatsächlich nicht. Man braucht allerdings sehr viel Glück, weil sie ist nur in dem Standard-Banner zu bekommen, beziehungsweise in den Aktionsbannern, wenn ihr die 50%ige Wahrscheinlichkeit erreicht habt, nicht den Aktionscharakter zu bekommen. Welche Rolle kann Jean übernehmen? Wie ihr wisst, unterteile ich das Ganze immer in drei Rollen. Heal, Support-DPS-Charakter und DPS-Charakter. Und sie kann alle drei Rollen übernehmen, also es liegt komplett an euch. Schauen wir uns erstmal ihre Talente an. Ihr Standardangriff besteht aus 5 Schwertern. Wie ihr sehen könnt, ist das die Animation und recht fix. Die ersten drei sind sehr schnell, also empfiehlt sich es, für den kurzen Angriff die ersten drei nur zu machen und danach einen Dash zu machen. Ansonsten könnt ihr auch noch nach dem dritten Schlag ihren aufgeladenen Angriff machen, der enorm viel Schaden verursacht und eine Besonderheit hat. Kleinere Gegner kann sie damit in die Luft schleudern und die fallen langsam wie eine Feder runter. Das kann euch dabei helfen, zum Beispiel nervige Bogenschützen kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Nächstes Talent ist ihre Elementarfähigkeit, Luftdruckschwert. Sie zieht Gegner an, macht danach einen Impuls und das macht Animo-Schaden. Das Ganze basiert einfach auf ihrer Fähigkeitsstufe. Ansonsten auch natürlich, wie alle anderen Charaktere auch, auf ihrem Angriffswert. Das Ganze hat eine Abklingzeit von nur 6 Sekunden, ihr könnt das sehr oft benutzen und die Höchstdauer, wie ihr die Gegner ranziehen könnt, beträgt 5 Sekunden lang. Worauf ihr achten solltet, beim Ranziehen verliert ihr die ganze Zeit kontinuierlich Ausdauer, bis dann halt natürlich das Limit erreicht ist und ihr schießt dann automatisch. Eine lustige Besonderheit, ihr könnt hier, wenn es Früchte an den Bäumen gibt, das auch mit der Elementarfähigkeit hier ranziehen. Eine interessante Art und Weise auch ihr Luftdruckschwert zu benutzen, ist es, wenn ihr starke Gegner habt und in der Nähe sich, ja, ein Gewässer befindet. Da könnt ihr nämlich Folgendes machen, ihr könnt einfach den Charakter nehmen, versuchen in die Luft zu schleudern und mit etwas Glück schmeißt ihr ihn ins Wasser und er stirbt sofort, weil unsere Feinde können nicht schwimmen. Ihre Spezialfähigkeit Löwenzahnbrise ruft einen Schutz aus Wind hervor, ihr kriegt einen Kreis, initiell heilt ihr die ganze Truppe inklusive Jean selbst und ansonsten besteht dann der Kreis fort. Der Schaden der Spezialfähigkeit basiert natürlich auf dem Wert, der prozentual hier angegeben ist, ansonsten auch um auf euren Angriff zurückzukommen. Der Heilungseffekt basiert ebenfalls auf dem Stat Angriff. Das Ganze hat eine Abklingzeit von 20 Sekunden und braucht leider 80 Elementar Energie. Das Ganze sieht dann halt so aus. Wie ihr sehen könnt, bleibt das Ganze hier noch erhalten. Hier drinnen entsteht halt immer wieder ein Impuls, der heilt nur den aktiven Charakter und des Weiteren werdet ihr auch in diesem Kreis Verwirbelung erzeugen. Die versteckten Talente nach den Aufstiegen sind zum einen, stellt bei Treffern mit Jeans Standardangriffen zu einer Wahrscheinlichkeit von 50% im Wert von 15% ihres Angriffswertes Leben wieder. Und zwar der ganzen Truppe. Das bedeutet, sie heilt durch ihre Standardangriffe. Dank Führung des Windes können wir, nachdem wir die Löwenzahnbrise verwendet haben, 20% unserer Elementarenergie wiederherstellen. Das ist sehr, sehr notwendig, weil halt ihre Elementarenergiekosten recht hoch sind für ihre Spezialfähigkeit. Bevor wir zu den Artefakten, Waffen und den restlichen Zahlen überhaupt kommen, ein kleiner Playstyle, wie kann man Jean spielen? Wie gesagt, sie kann alle drei Rollen meiner Meinung nach gleichermaßen bedienen, Support, DPS und Heal. Und tatsächlicherweise ist sie so auch eine Mischung aus allem, sie ist ein Hybrid, selbst wenn ihr euch für eins der beiden entscheidet, beziehungsweise eins der dreien entscheidet. In der Regel sollte Jean nicht zu viel Zeit auf dem Feld verbringen, wenn sie nicht gerade am Heilen ist, wie ihr jetzt sehen könnt anhand von Jonghyun, der braucht gerade ein bisschen Heilung, den kann man heilen. Ansonsten würde ich immer die Elementarfähigkeit nutzen, um dann Elementarenergie zu sammeln für die Spezialfähigkeit. Den Rest, was DPS angeht, könnt ihr, wenn ihr sie mehr auf Support, DPS bzw. hier spielt, natürlich euren Main-DPS überlassen. Aber auch so würde ich nicht davon abraten wollen, sie als Main-DPS zu nutzen. Sie verursacht, obwohl sie bei mir nur komplett eigentlich für die Unterstützung da ist, dennoch ordentlich viel Schaden. Bevor wir uns dem Nerd-Part widmen können, schauen wir uns nochmal an, welche Talente solltet ihr hochstufen können. Nochmal dann ein Reminder, ihr könnt Talente hochstufen, Leute. Das Ganze macht ihr dann einfach, indem ihr auf den Talent geht und auf Hochstufen klickt. Welche Talente sind bei ihr besonders empfehlenswert, wenn ihr sie hauptsächlich nur fürs Heilen benutzt und zwar den Playstyle nutzt, dass ihr die Heilung hauptsächlich auch über ihre Spezialfähigkeit macht, natürlich nur die Spezialfähigkeit fokussieren. Ansonsten könnt ihr aber auch alles andere von ihr hochspielen, wenn ihr sie als Hybrid spielt. Ich habe bei ihr natürlich alles jetzt erst einmal auf Stufe 6 gebracht, weil ab da werden die Materialkosten recht hoch und nun werde ich mich entscheiden, ob ich in der Zukunft weiter auf Animo gehen werde oder sie mehr auf Heilung spielen werde. Je nachdem werde ich mich dann zwischen ihrer Elementar- bzw. ihrer Spezialfähigkeit entscheiden.
sein. Bezüglich der Waffen. Für die 3-Sterne-Waffen würde ich jetzt nicht natürlich empfehlen für den langen Run, aber für den Anfang wird das Filetiermesser euch gute Dienste erweisen. Ansonsten ist das Himmelsflugschwert auch nicht sonderlich schlecht. Ihr werdet schneller angreifen, nachdem ihr die Spezialfähigkeit benutzt habt. Zu den 4-Sterne-Waffen bleiben wir bei Free-to-Play. Wir haben nämlich alle diese Waffe hier bekommen. Steinschneider-Prototyp. Die ist sehr gut. Für Jean leider ist der Sidestep physischer. Schaden erhöhen, also physischen Angriff erhöhen, und zwar nicht den Angriffswert an sich, was halt ihren Heal noch erhöhen würde, also lasst euch da nicht komplett täuschen. Sie wird mehr Schaden machen, aber nicht deutlich mehr heilen dadurch. Aber eine sehr, sehr gute Waffe nichtsdestotrotz. Die beste Free-to-Play-Waffe, die wir durch dieses Event jetzt aktuell bekommen haben, ist Schwert der Verderbnis. Aufladerate sehr gut, damit sie ihre Spezialfähigkeit schneller erhöhen kann. Ansonsten erhöht es auch noch den Schaden und den kritischen Wert von ihrer Elementarfähigkeit. Opferschwert könnt ihr ebenfalls benutzen, allerdings fände ich diese Waffe ein bisschen verschwendet, dadurch, dass ihre Elementarfähigkeit nur 6 Sekunden Abklingzeit hat, aber falls ihr nichts anderes habt, für die Aufladerate dennoch sehr, sehr gut, diese Waffe zu nutzen. Die Flöte würde ich nur empfehlen, wenn ihr auch wirklich Jean als Main-DPS-Charakter nutzen wollt, ansonsten könnt ihr natürlich diese Waffe auch benutzen für Heal, dadurch, dass der zweite Stat Angriff ist. Für den Battle Pass würde ich Schwarzes Schwert empfehlen, weil diese Waffe wird euch mehr Schaden verursachen lassen. Ansonsten werdet ihr aber auch noch euch selber heilen und das Ganze hat eine Abklingzeit von nur 5 Sekunden, soweit ich weiß. Hierbei müsst ihr bedenken, das hielt nicht die ganze Truppe, leider. Zu den Shop-Waffen, ihr könnt sowohl Schwarzstein-Langschwert als auch das königliche Langschwert benutzen. Allerdings würde ich das jetzt nicht wirklich priorisieren. Da würde ich euch eher raten, bleibt lieber beim Steinschneider-Prototyp, weil es wird sich nicht sonst rechnen, meiner Meinung nach. Bei den 5-Sterne-Waffen, ganz klar, wenn ihr irgendeine habt, nehmt ruhig diese Waffe, ansonsten absolut perfekt ist Windfalke, heilt basierend auf ihrem Angriffswert, erhöht ihren Angriffswert, wie für Jean gemacht. Bei den Artefakten nennenswert ist eine Artefaktenreihe, ein Set, das keine goldenen Artefakte hat. Glücksspieler erhöht nämlich den Schaden der Elementarfähigkeit, würde ich jetzt aber nicht priorisieren. Wenn ihr unsicher seid, wie ihr Jean spielen wollt, also jetzt nicht sagt, ich werde sie 100% als Heal spielen, dann würde ich euch empfehlen, bleibt beim grünlichen Schatten. Es ist Support helfend extrem gut, es heilt jetzt nicht dadurch deutlich mehr, aber was ihr damit tun könnt, ist erstmal euren Animo-Schaden, also durch eure Elementar- und Spezialfähigkeiten erhöhen um 15%. Das ist aber nicht der Clou dahinter, sondern wann immer ihr Verwirbelung verursacht, verringert ihr bei den Gegnern durch dieses jeweilige Element, was ihr gerade verwirbelt habt, also wenn ihr jetzt zuvor mit Chongyun angegriffen habt, dann wird das halt Eis sein, den Widerstand bei euren Gegnern für 10 Sekunden lang und das Ganze um 40%. Davon abgesehen, dass Jeans Spezialfähigkeit wirklich sehr lange auf dem Feld bleibt und dadurch auch sehr lange Verwirbelung verursacht, ihre Elementarfähigkeit hat nur eine Abklingzeit von 6 Sekunden. Ihr werdet sehr häufig also Verwirbelung verursachen können. Definitiv mein Best Pick für Jean. Was ihr sonst noch nutzen könnt, ist ins Herz geschlossenes Mädchen. Es ist ein Set hauptsächlich für Healer. Erhöht nämlich den aktiven Heileffekt um 15% und ansonsten den passiven Heileffekt aller Truppenmitglieder nach der Anwendung von einer Elementarfähigkeit oder einer Spezialfähigkeit. Und beide Fähigkeiten wollen wir spammen mit Jean. Das Ganze wird dann 10 Sekunden lang um 20% erhöht. Das bedeutet, ihr werdet ordentlich mehr heilen. Für die DPS-Veteranen unter euch kann ich euch auch empfehlen, dass ihr mindestens 2 Teile vom Set Gladiator nutzen solltet, wegen den 18% Angriffswert. Das wird aber auch natürlich wieder ihren Heal boosten. Ansonsten könntet ihr auch das 4-Teile-Set nutzen, um halt nochmal euren Schaden, dadurch, dass ihr ein Einhänder-Schwert trägt, um 35% zu erhöhen. Definitiv eine gute Alternative für den grünlichen Schatten. Nennenswert, wenn ihr Steinschneider-Prototyp komplett maint, könntet ihr 2 Teile vom Gladiator-Set nehmen und 2 Teile blutiger Weg eines Ritters. Das erhöht nämlich euren physischen Schaden um 25%. Denkt daran, das wird jetzt aber nicht ihren Heal beeinflussen. Welche Stats sind wichtig? Je nach Playstyle unterschiedliche Stats, aber in der Regel solltet ihr eigentlich folgende Sachen priorisieren. Kritische Trefferrate, kritischer Schaden, Angriffswert. Ihr könntet Elementarkunde nehmen, würde ich jetzt aber nicht priorisieren. Über Aufladerate würde ich mich eher freuen. Bei der Blume ist klar, Mainstat muss LP bleiben, genau wie bei der Feder ist es Angriff. Und hier würde ich, wie gesagt, genau diese Sachen priorisieren. Denkt daran, Angriffswert, prozentueller Wert ist im Endgame besser als der Flatstat, also die absolute Zahl. Bei der Uhr bin ich prozentual beim Angriff geblieben. Aus dem einfachen Grund, je höher ihr Angriffswert, desto besser kann sie auch heilen. Bei dem Cage könnt ihr selber entscheiden. Entweder habt ihr einen guten Cage mit einem guten Angriffswert. Ihr könnt auch auf den physischen Schadensbonus gehen. Ansonsten würde ich aber euch eigentlich empfehlen, wenn ihr habt, könnt ihr auch auf den Animo-Schaden gehen, weil wirklich ihre Elementarfähigkeit ist nicht zu unterschätzen, macht ordentlich Schaden. Aber für Heal eignet sich Angriffswert eigentlich mehr. Bei der Krone würde ich euch eigentlich empfehlen, beim kritischen Treffer zu bleiben, weil sie sonst keine weiteren Möglichkeiten jetzt hat, eigentlich die kritische Trefferrate zu erhöhen.
und ihr wollt nicht mit läppischen 5% kritische Trefferrate rumlaufen, sondern ihr wollt ein bisschen mehr haben. Aber was ihr auch noch nehmen könntet, ist, wenn ihr einfach hier sagt, wie gesagt, ich will sie nur hauptsächlich für Heilung nutzen, dann könnt ihr auch den Heilungsbonus verwenden. Der ist nur auf dem Kopfpiece hier zu finden und wird natürlich eure Heilung erhöhen. Tatsächlich werde ich jetzt hier aber eine Empfehlung aussprechen. Ich würde es nicht empfehlen, den Heilungsbonus zu benutzen, weil selbst wenn ihr extrem viel Leben habt, ihre Spezialfähigkeit wird vielleicht nicht mit dem ersten initialen Impuls durch die Heilung alles aufheilen, aber es entsteht ja noch weiterhin der Kreis. Ihr stellt euch einfach da rein und danach werdet ihr schon geheilt, früher oder später. Welche Artefakte solltet ihr hauptsächlich plussen? Ich würde eigentlich alles natürlich plussen, aber ich würde euch auch empfehlen, vernachlässigt in diesem Falle nicht die Blume. Je mehr Leben sie hat, desto länger kann sie auch auf dem Feld bleiben und heilen. Wie sieht es aus mit den Konstellationen? Ihr wisst, ich liebe Jean über alles. Ich habe glücklicherweise in dem Stream direkt nach Albedo C1 bekommen. Ist das denn notwendig? Schauen wir uns das mal an. Notwendig ist wirklich, das sei gesagt, wie bei den meisten 5-Star-Charakteren, keine Konstellation. Ihr könnt Jean getrost als Healer, als DPS, was auch immer benutzen. Natürlich machen die Konstellationen hier und da was aus und Jean gehört zu den Glücklichen, wo Konstellation 1 deutlich was verursacht. Und zwar, ihr Luftdruckschwert zieht dadurch die Gegner viel schneller an, wenn ihr es mindestens eine Sekunde lang gedrückt gehalten habt. Ansonsten, der verursachte Schaden wird um 40% erhöht. Hört sich alles super krass cool an und das will man unbedingt haben, aber es ist auch merklich, es ist aber wirklich nicht notwendig. Genau das gleiche gilt auch für C2, erhöht nämlich die Angriffs- und die Bewegungsgeschwindigkeit der ganzen Truppenmitglieder, nachdem Jean Elementarkristalle oder Teilchen erhalten hat. Das Ganze hält 15 Sekunden lang. Das ist definitiv sehr gut, aber auch da, Leute, es gibt keinen speziellen Banner. Wenn ihr es habt, freut euch, wenn nicht, vergesst es einfach. Zu Konstellation 3 und 4 sage ich nichts. Obwohl hier interessanterweise 3 geht eher auf die Löwenzahnbrise und 4 auf Luftdruckschwert. Also ein bisschen vertauscht, normalerweise ist hier Elementarfähigkeit. Aber ja, macht das Ganze halt nur stärker. Konstellation 4 verringert den Animo-Widerstand aller Gegner im Wirkungsbereich von unserer Löwenzahnbrise um 40%. Einfach nur mehr DPS erhöhen. Vielleicht in Zukunft sehr, sehr krass, wenn man Schau hat, aber es klappt auch so alles. C6, davon kann man nur träumen, verringert den Schaden, den wir kriegen, wenn wir in unserer Löwenzahnbrise drinne sind. Das Ganze hält auch noch, wenn wir rausgehen, für maximal 3 Schläge oder halt 10 Sekunden. Was müsst ihr noch über Jean wissen? Jean ist ein herzensguter Mensch, sie ist super toll, ich habe mich mega gefreut. Gleich von Anfang an, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich gesagt, ich höre nicht auf, irgendwas zu pullen, bis ich diesen Charakter habe. Und glücklicherweise habe ich sie ganz am Anfang bekommen. Aber wenn ihr sie nicht habt, seid nicht traurig, sie ist wirklich ein Charakter, der zwar sehr gut ist, aber man kann sie austauschen, was Heal angeht, mit Barbara und die sollten wir alle haben. Ansonsten, mit wem hat sie eine gute Synergie? Ehrlich gesagt hat sie mit jedem eine gute Synergie, sie ist ein Heiler-Charakter, sie kann mit jedem irgendwas anfangen. Ansonsten würde ich euch aber empfehlen, dadurch, dass ihr den grünlichen Schatten benutzt, benutzt auch Charaktere, die sehr lange Elementareffekte auf dem Gegner drauf haben, wie zum Beispiel Chongyun oder jegliche Charaktere, die Katalysatoren nutzen. Klee ist ein gutes Beispiel, Mona ist ein gutes Beispiel, Lisa ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ansonsten ist ihre Rolle, wenn ihr es so wollt, des Heilens, also unterstützt sie jeden Charakter. Und zum Abschluss darf natürlich nicht fehlen, Bim-Bam-Bombe von Klee, super coole, ja, Effekte. Diese kleinen Bomben kann Jean zusammenziehen und auf den Gegner schleudern. Top. Und wenn ihr dieses Video top gefunden habt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten schreibt mir bitte unten in die Kommentare rein, welchen Charakter ich als nächstes nach Shangling behandeln soll. Vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Bleibt gesund. Denkt an die Playlist. Ich habe schon ein paar Charaktere behandelt. Bleibt gesund.